Frage. Drei Punkte Führung für Friedrichshafen nach dem Fehlausschlag von Gelair. Am Aufschlag bei den BR Volleys, Retko Lisinac. Heißt Krebennikov und Gelair in der Annahme gegen den Sprungflatter. Gute Abwehr. Und das ist ein starker Block von Robert Krom gegen Semjonov. 21:19. Diesmal steht er gut zum Ball und schiebt seine Außenhand weit übers Netz. 2 Punkte Führung noch für Friedrichshafen. Jetzt Elia Mokulescu mit der Auszeit. Friedrichshafen noch 4 Punkte entfernt von einem möglichen 5. Satz heute Abend. Zählen wir mal aus Berliner Sicht. Berlin noch 6 Punkte entfernt von der 3. Meisterschaft in Folge. Also auf geht's. Svetko Lisinac, das heißt Sprungflatter. Annahme ist wieder gut. Aus der Annahme raus, Baptiste Gelair mit dem Pipe. Da hat er aber schon ein Stück Weg gehen müssen, um den Ball noch zu schlagen. Der Franzose. Die Annahme ist perfekt. Ja. Und das ist dann nur einer Block für Robert Krom und das ist für den nun wirklich dann eine ganz leichte Übung. 22:20. Ganz spannendes Ding jetzt in dieser Phase. Volker Roll am Aufschlag. Guter Aufschläger heute mit wenig Fehlern. Kaum Saris trifft den Ball nicht sauber. Annahme ist perfekt von Terinski. Ran an die Linie, das ist ein Lieblingsangriff. Saubere Abschlaghöhe und dann diagonal Robert Krom. Ball an der Antenne von Semjonov. Das wird aber nochmal sowas von eng jetzt hier in diesem Satz. Ja, war da zu genau gezielt. Können wir schön sehen. 23:22 Friedrichshafen. Kerki! Setzt sich durch gegen den Doppelblock. Wir haben 2 Satzbälle für Friedrichshafen. Das war ein guter Angriff von Gergi. Der hat gerade nochmal Richtung Celia Mokulescu geschaut, was er denn mit seinem Aufschlag jetzt machen soll. Schauen wir mal, ob er durchzieht oder sich so ein bisschen zurücknimmt. Nö, sieht nach Durchziehen aus. Naja, so halb. Abgewehrt der erste Satzball. Aber jetzt Friedrichshafen aus dem Sideout mit der Möglichkeit, hier nach Sätzen auszugleichen. Thomas Schmidt fällt auf, das heißt Sprungflatter. Semjonov.
ins Aus. Ausgerechnet der Routinier mit den Fehlern am Ende. Wischt da am Ball vorbei. Jetzt wird es für Friedrichshafen schwierig. Jetzt wird es richtig schwierig. Weil jetzt haben wir hier Titelball für die BR Wolle. So schnell geht das, meint Lieberschwan. Gerade eben waren wir im Prinzip knapp vor Satz 5. Und jetzt ist Berlin knapp vor dem Titel. Dem dritten hintereinander. Wieder schwache Annahme. Tusch sagt das schiedsgerecht und damit steht der deutsche Meister fest. Und der deutsche Meister 2014 ist der deutsche Meister 2013 ist der deutsche Meister 2012. Die BR Wollis haben den Titel verteidigt durch ein 3:1 beim VfB Friedrichshafen und der siebte Mann, der Fanclub der Berliner, feiert. Glückwunsch von Stadion Moculescu Richtung Marc Lebedew. Berlin verteidigt den Titel. Aller guten Dinge sind drei, hieß das Motto dieser Finalserie und sie haben es geschafft. Es ist nochmal so richtig eng geworden zum Ende dieser Partie. Gucken wir nochmal auf den Matchball. So, jetzt hier die schöne Abwehr von Paul Kroll. Und dann ist Baptiste Gelea da ganz leicht dran mit den Fingern. Hier sehen wir es nochmal aus einer anderen Perspektive. Ja, alles korrekt. Der deutsche Meister kommt aus Berlin mal wieder.